Pizza und Pommes. Der BR24 Sport-Podcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pizza und Pommes. Und endlich ist es soweit, lieber Philipp. Die Folge kommt, wo viele Zuhörerinnen und Zuhörer drauf gewartet haben. Um was geht's? Ja. Ihr habt sie euch gewünscht und hier ist sie endlich. Die Folge, wie lerne ich Skifahren, beziehungsweise wie kann ich meinem Kind richtig Skifahren beibringen. Und wir haben uns einen Gast dazu geholt. Ja, aber wir müssen uns beeilen, weil der wartet nämlich schon. Und wir müssen da die Challenges reinbringen. Ferdinand Hofner. Ja, aber viele fragen sich, wer ist Ferdinand Hofer? Ja, Tatortkommissar Eberhofer-Krimis spielt dabei. Und was hat er jetzt ganz neu am Start? Ganz neue Serie, ARD Mediathek, School of Champions, 8 Folgen, geht um Skifahren, geht um jede Menge Skifahren. Und deshalb dachten wir, viel besser kann es ja gar nicht sein. Aber der wartet schon und wir müssen jetzt die Challenge uns schnell geben. Ja, und der war früher vor allem auch Skilehrer. Und die Challenge, die ist, lieber Philipp, du musst den Ferdi fragen, eben weil er früher Skilehrer war, was seine Intention war, dass er Skilehrer wird. Ja, ob es die Frauen tatsächlich so. Weil du kennst ja das typische Schillere-Image. Also du musst ihn fragen, so, wieso bist du Schillere geworden? War der Grund dafür, dass du mit den Mädels in Kontakt treten konntest, wolltest? Und ich möchte, dass du ihn fragst, denn Ferdi wird vielen besser bekannt sein als Kalli Hammerschmidt, also hier der Hilfs-Sheriff von Bartitz Schleitmeier aus den Münchner Tatorten. Und ich möchte, dass du so ein bisschen um eine Rolle bettelst. Muss jetzt nicht zwingend Tatort sein, aber ob er dir so ein bisschen was vermitteln kann und so, würdest gerne mal eine Leiche spielen. Eine Leiche. Ja, oder irgendwas. Also du brauchst eine Rolle. Du musst aber ich soll so vermitteln, dass ich wirklich das Angebot bekomme dann von ihm. Ja, nicht von ihm. Das kann er dir ja nicht geben. Aber er soll dir helfen, dass du mal irgendwo mitspielen kannst. Okay. Jetzt mal Bock drauf. Okay. Jetzt komm, hol ihn dazu. Ferdi. Hallo. Servus. Servus. Ich freue mich sehr, hier zu sein bei euch. Vielen Dank für die Einladung. Und falls ihr euch jetzt fragt, Ferdi Hofer, wer ist Ferdi Hofer? Ihr kennt ihn alle. Alle. Als Kalli Hammermann aus dem Münchner Tat. Und ich muss an der Stelle tatsächlich auch sagen, als ich meiner Mom gesagt habe, wen wir heute zu Gast haben, wir hatten durchaus auch schon Gäste, da hat sie gesagt, ja, nett und cool. Bei dir, lieber Kalli, ist sie, jetzt sage ich selber schon Kalli, bei dir, lieber Ferdi, ja, du bist in der Familie Nagel als Kalli einfach mehr bekannt, sagte sie, oh, wie cool ist das denn? Ferdi, ist es richtig, dass du nicht nur gut Skifahren kannst, sondern das auch mal richtig gelernt hast? Du bist zertifizierter Skilehrer. Das stimmt, aber wahrscheinlich kann ich es nicht ganz so gut wie der Felix, würde ich jetzt mal behaupten, weil sonst ja, ich habe mich da noch nicht getraut, ehrlich gesagt, hinzufahren, weil es so schwer ist. Ich lade euch irgendwann mal beide ein. Ihr Lieben, bevor wir die Frage aller Fragen dann beantworten, wie man es denn dann richtig macht und auch lernt, vor allem ganz kurz, Felix, mich hat eine Information erreicht, und zwar, warum hast du das Tuchel-Raus-Plakat an der Säbener Straße hingehangen? Warum? Philipp, ganz ehrlich, was ist das für eine Überleitung? Einfach mal kurz einen raushauen. Ja, aber warum hast du es gemacht? Ja gut, das war, um ehrlich zu sein, der Ferdi und ich, wir sind Brüder im Geiste. Und der Ferdi, wir sind gemeinsam hingefahren. Zusammen gezeichnet. Wir haben eine Woche dafür gebraucht, weil wir haben es ja schon länger vorbereitet. Ja. Haben nichts Böses dann im haben Kopf halt gehabt. Na, aber was war da los, Ferdi? Erzähl du auch mal, hast du es geschaut, Leverkusen gegen Bayern? Ich habe es mir angeschaut, auch als Vorbereitung für heute, damit ich mitreden kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen. Nur vorbereiten. Aber was mir am abseits des Spiels am meisten gefallen hat, weil das Spiel war jetzt auch nicht so herausragend, war eigentlich das Interview von Thomas Müller danach. Ich habe ehrlich gesagt schon lange keinen mehr gesehen, der so stinksauer war wie der Thomas in dem Interview danach. Und ich fand das war das Unterhaltendste an dem Abend eigentlich. Ja, ich kann dir sagen, der war richtig sauer. Ja. Auch zu Recht. Also natürlich. Weil das war eine absolute Frechheit. Ja, eigentlich schon. Also schade, weil man hat sich irgendwie so auf das Spiel gefreut. Ja.
ähnlich wie auch auf dem Super Bowl. Und manche, fast noch ein bisschen mehr, hätte ich gesagt. Ja, ich auch, fast noch mehr, weil das war endlich einmal wieder ein Spiel, weißt du, wo du sagst so, alles klar, das ist jetzt Top-Spiel, da wird Top-Fußball gezeigt, da geht's hin und her, da wird gekämpft, da wird mit offenen Karten gespielt und so weiter. Und dann war es so, nach der ersten Halbzeit haben wir gedacht so, ich mag es mir eigentlich gar nicht mehr fertig anschauen. Und wenn ich daran zurückdenke, wie zum Beispiel Leverkusen gegen Stuttgart gespielt hat, was das für ein Fußballspiel war. Da ist es hin und her gegangen, da sind Chancen kreiert worden, da war Freude dabei, das war einfach Fußball so, wie man ihn auch gerne anschauen mag. Und dann war das irgendwie so ernüchternd. Und das war total schade. Das war so, ja, die Stimmung, also bei mir, die Stimmung, die war im Keller danach. Weil ich bin ja schon, bin richtig roter, richtig roter. Du auch? Du weißt, dass beide rot sind, oder? Ja, aber ich bin der bayerische Rote, nicht, okay. Nicht der Bayer. Also, aber auch Bayer. Sind ja beide Bayer. Ich bin auch, oder? Aber ich bin gespannt, wie es weitergeht mit unseren Bayern. Dann ganz kurze letzte Frage. Wer wird deutscher Meister? Ferdi? Ne, Bayern. Bayern. Felix? Echt, oder? Bist du immer nur überzeugt? Ich meine, du musst dich halt entscheiden, ob du jetzt wirklich Fan bist oder nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich wirklich ein Bayern-Fan bin, und zwar von klein auf, ich würde es Bayer Leverkusen wirklich gönnen, weil die einfach einen coolen Fußball spielen, weil das eine Top-Mannschaft ist, die top zusammengestellt worden ist. Du siehst die Begeisterung dort und es würde einmal gut tun, dass die Bayern auch mal dass immer jemand anders die deutsche Meisterschaft. Ja, das stimmt. Es wäre mal Zeit. Und das sage ich als Bayern. Als Erfolgsfan. Deswegen habe ich mich dann zum Schluss auch für Bayer Leverkusen gefreut, weil die einfach hochverdient gewonnen haben. So ehrlich muss man auch sein. Ach Felix, du könntest echt Politiker werden. Das war nicht die Frage, ob man es denen gönnt, sondern die Frage war, wer wird am 34. Ich sage, ich glaube, dass es werden, weil sie einfach zu gut sind. Und dieses Vizekusen, das hat der Alonso denen komplett ausgetrieben. Der bringt die Siegermentalität mit. Punkt. Reden jetzt darüber, wie man denn verdammt nochmal Skifahren lernt. Und Ferdi, die erste Frage an dich. Was ist denn, sagen wir mal, für dich Skifahren? Ist es mehr als nur ein Hobby und etwas, was du gerne magst, sondern ist es für dich Jugend und vielleicht sogar ein Stück weit Passion, Leidenschaft? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich habe, glaube ich, ich stand mit 3 zum ersten Mal auf den Skiern und ich habe meine Winter so verbracht auf den Skiern und es ist halt, mit Freunden war man unterwegs und dann, man hat halt was erlebt. Es hat halt dann aber nie irgendwie, es ist auf jeden Fall Hobby und Leidenschaft, aber es ist dann nicht in der Dimension zur Leidenschaft geworden, wie es beim Felix wahrscheinlich der Fall ist. Aber es ist auch immer noch so. Also ich finde, das ist im Winter gehört einfach dazu. Aber bist du Rennen auch? Bist du Rennen nee, auch? Nee. Also ich war auch nie wirklich im Skiclub. Also ich war immer so eigentlich eher, bin so immer unterwegs gewesen und habe dann erst später dann bin ich dann in die, wie sagt man, professionellere Schiene eingestiegen, als ich eben beim DSLV dann eine Skilehrerausbildung gemacht habe und dann als Skilehrer gearbeitet habe. Und ich glaube, dass das eine ziemlich gute Ausbildung, ehrlich gesagt, ist, muss man sagen, als Junge, weil ich kenne auch sehr viele sehr erfolgreiche Unternehmer, die als Skilehrer gearbeitet haben. Ist wirklich so in absolut führenden Positionen, auch in DAX-Unternehmen und so weiter. Und die sagen alle, das war für sie so eine prägende Zeit, weil du lernst, mit Menschen umzugehen. Ja, du brauchst Geduld, du musst die Menschen an etwas heranführen, du musst auch eine Gruppe leiten können und das bringt dir wahnsinnig viel für dein späteres Leben. Hast du auch das Gefühl, dass das bei dir so war? Ja, also ich habe dann, also für mich war die Ausbildung erstens mal deswegen schon mega gut, weil ich einfach halt technisch dann auf einmal auf einem ganz anderen Level gefahren bin wie davor. Also ich habe wirklich dann dadurch auch nochmal Skifahren auf einem anderen Level gelernt man merkt halt, wie man Leute dazu, oder du lernst, wie du Leute dazu bewegen kannst, sich für etwas zu begeistern. Und ich glaube, das ist vielleicht genau das, wovon du redest gerade, Felix, dass man halt quasi andere irgendwie
also dass du lernst, wie man andere begeistern kann und es auf seine Seite holen kann. Und das ist ja ganz wichtig in ganz vielen Bereichen. Und deswegen ist es wahrscheinlich schon so eine Lektion fürs Leben einfach. Und du musst natürlich auch schauspielern können. Ja? wenn du mal nicht weißt, wie die Übung geht oder was die Übung bringt, aber dann trotzdem immer souverän rüberkommen. Ja, oder wenn jetzt dann mal die Verhältnisse nicht ganz so gut sind oder wenn das Wetter schlecht ist, dann musst du zumindest so tun, als ob es richtig schön ist. Mich würde interessieren noch, Ferdi, zu wie viel Prozent aber auch dieser Womanizer-Effekt da reingespielt hat, dass du Skilehrer geworden bist. Also ich habe mir mal sagen lassen, ich als Preuße, das ist so vergleichbar wie wenn du auf einer Wiesenkellner bist, dann hast du ungefähr so den Status bei den Damen auch als Skilehrer. Hat das so ein bisschen bei dir mit reingespielt, dass du gedacht hast, boah, dann kann ich da bestimmt richtig mit punkten, wenn ich Skilehrer bin? Jetzt darf ich natürlich nichts Falsches sagen, aber ich kann erzählen, dass ich auch in der Schule mal, ich habe extra Gymnastik und Tanz gewählt, weil halt da die ganzen Mädels waren und dann habe ich ein Ferdi, halbes... Du bist ein sehr schlauer Jugendmann, das muss man sagen. Haben wir hast dann so ein halbes Gymnastik Semester Bändertanz gemacht. Wirklich, hast du das gemacht? Das ist schon wirklich... Gibt es davon Aufnahmen noch irgendwie im Archiv? Ich hoffe nicht. Und jetzt die entscheidende Frage, hat es denn noch was gebracht? Also hat Bändertanz mehr gebracht oder der Skilehrerschein? Boah, das ist eine gute Frage. Ich weiß, also ich muss zugeben, dass ich tatsächlich dann, als ich dann Skilehrer war und das praktiziert habe, habe ich ehrlich gesagt fast nur Kinder unterrichtet, weil bei uns draußen gibt es halt, also die Skifahren lernen wollen, sind meistens halt jung, weil alle, die älter sind, können es halt schon. Und da hat es die Karte nicht so wirklich viel gebracht. Aber klar, wenn du danach schon im Spinnradl gegangen bist und mit deiner Skilehrerjacke auch mit 16 in den Spinnradl reingekommen bist, da war es natürlich dann zumindest. Dieses Erscheinungsbild war vielleicht schon anderes, ja. War ein Türöffner. Aber dann warst du Spinnradl, Spitzingsyndrom und so weiter. Da Klassiker. Da bei das dir war, das ist meine Hut, ja, genau. Schön. Spinnradl übrigens sehr zu empfehlen. Wir haben tatsächlich in der Pipeline quasi, kann man sagen, schon den nächsten Gast. Das ist Norbert Haslach. Und vielleicht, lieber Felix, magst du den Norbert auch kurz introducen, dazu holen. Und dann klären wir endlich die Frage, wie man denn jetzt Skifahren lernt. Ja gut, wir haben hier zwei Experten sozusagen uns eingeladen. Zum einen den Ferdi und auf der anderen Seite Norbert Haslach vom Deutschen Skilehrerverband. Ich kenne Norbert, wir kennen uns schon relativ lange. Und der Norbert ist einer der absoluten... Er ist auf jeden Fall kein Podcast-Profi, das kann man an dieser Stelle schon jetzt sagen. Es raschelt, aber das macht ja nichts. Das haben die Schüler an sich. Wenn sie auftreten, dann raschelt's. Aber der Norbert, der ist beim Deutschen Skilehrerverband einer der führenden Personen, hat eigene Skischule im Allgäu und ist natürlich absoluter Experte, was betrifft Kindern oder auch Menschen das Skifahren beizubringen. Und zuerst mal herzlich willkommen, lieber Norbert. Schön, dass du bei uns bist. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Und ich bin so gern dabei bei Pizza und Pommes, weil wir in den 90er Jahren mit Pizza und Pommes auch bei uns in der Skischule angefangen haben. Also wir sind quasi, die Schweizer würden sagen, die Erfinder davon. Und ich habe immer gedacht, Pizza ist ja diese Flugbremse und Pommes parallel Gas geben. Wer ist denn bei euch zwei eigentlich das Gaspedal und wer ist bei euch die Bremse? Aber ich glaube, die Frage erübrigt sich. ganz ehrlich. Also, ja, also, ich bin Philipp, die Mayonnaise. Ich bin. Ja, kommt die Antwort zu, bitte. Der Philipp ist die Schranke. Mayonnaise mit Ketchup. Na, aber es ist ja schon ganz, ganz wichtig, weil auch so viele Menschen uns wirklich gefragt haben: So, wie kann ich den Kindern am besten und am einfachsten das Skifahren beibringen? So, was sind die elementaren Bausteine dafür? Was braucht man dafür? Auch welchen Sicherheitsaspekt spielen die verschiedenen Utensilien oder welche Rolle spielen die verschiedenen Ausrüstungen? Wenn du da mal gerne kurz was drüber sagen könntest, erst ab. Ja, gerne. Also wir reden oft einmal, dass es so zwei Bausteine sind. Einmal geht es ums Lernen und das zweite ist das große Erlebnis. Das heißt, das Unterrichten soll ein großes Erlebnis sein für die Kinder. Und dazu spielt natürlich der Lehrer eine große Rolle. Der Lehrer, der ist dieser Motivator, er ist dieser Spielmacher.
und der einfach immer auch zur richtigen Zeit im Endeffekt die richtigen Aufgaben stellt. Wir erleben in der heutigen Zeit enorm viele Kinder als Beispiel, die sehr verkrampft zum Skikurs kommen, zum Lernen. Also das sind Verkrampfungen, und wenn Kinder verkrampft sind, muss man zuerst mal diese Verkrampfungen lösen. Da gibt es dazu ganz tolle Aufgaben, wie zum Beispiel so eine Art Fahren wie ein Schmetterling oder dieses... einfach, dass man die Beine, die Arme weit auseinander bekommen, dass sich die Kinder öffnen, und dann kann man relativ schnell eine Pizza einbauen, relativ schnell neue Aufgaben stellen. Und das ist so ein elementares Thema, dass wir das versuchen, die Aufgaben immer so als Erlebnis zu verpacken, dass das mehr so ein Spiel wird, dass die Kinder lernen. Und ich denke, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und wenn jetzt gerade hier auch der Ferdinand da ist als Skilehrer, wir versuchen ja immer so eine Art Magic Moment am Anfang zu haben. Also wenn wir die Kinder bekommen in den Skikurs, dass der Skilehrer mit der ersten Aufgabe die Kinder gleich erreicht. Es geht auch gar nicht nur um die Kinder, sondern oft schauen die Eltern zu am Anfang. Die Eltern geben ihre Kinder in eine neue Obhut. Und wenn dann der Skilehrer mit einer tollen Aufgabe startet, ob es nur zum Warmmachen wäre, dann hat es gleich einen tollen Effekt. Und da reden wir oft von diesem Magic Moment, der sehr, sage ich mal, eine entscheidende Rolle spielt. Wir haben ja auch, ich habe mir auch Gedanken gemacht, so wie kann man Kindern spielerisch das Skifahren beibringen, dass sie nicht nur einen Mehrwert haben, dass sie das Skifahren lernen, sondern dass sie auch gleichzeitig etwas hier oben für ihr Gehirn machen. Und da gibt es ja, Skifahren an sich ist ja schon kognitiv und koordinativ etwas Schwieriges. Aber einfach, ich habe mir gedacht, so wie schafft man es, noch mehr spielerische Anteile mit reinzubringen. Und da habe ich mit meinem Programm Beweg dich schlau, wir haben uns mit dem Deutschen Skilehrerverband zusammengesetzt und haben gemeinsam an etwas gearbeitet, verschiedene Übungen kreiert, wie man den Kindern zum Beispiel auch schon alleine auf der Hinfahrt Übungen beibringen kann und auch auf der Rückfahrt, und wie man das Skifahren prinzipiell spielerischer beibringen kann. Und das ist so schön zu sehen, wie viel Spaß wirklich auch Skilehrer haben, mit Kindern zusammenzuarbeiten, weil das ist ja nicht einfach. Ferdi, das weißt du auch, wenn du eine Gruppe hast von Kindern, 6, 7, 8 Kinder, lauter kleine Kinder, dann muss eins auf die Toilette, dann fährst wieder, dann muss das nächste auf die Toilette, dann sagt eine, ihm ist kalt, dann der andere, oh, ich habe Hunger und so weiter. Also du musst ja immer schauen, dass du irgendwie die Stimmung da aufrecht erhältst. Und deswegen sind da auch, aber man dachte so, ey, irgendwie muss man doch schauen, dass wir das schaffen, dass man den Kindern diese Freude und den Spaß permanent bietet und dass es nicht nur um Skifahren geht, sondern auch um andere Dinge. Weißt du, Ferdi, wie bist du das Thema angegangen bei Kindern? Bist du erst einmal als der witzige Skilehrer aufgetreten, als derjenige, der geschaut hat, dass er die Gruppe erst einmal im Griff hat, oder wie ist das bei dir gegangen? Nee, also ich habe es eigentlich ehrlich gesagt ähnlich gesehen wie der Norbert. Also ich finde, dass das Wichtige war immer so im ersten Moment eine Gruppe überhaupt zu formen, beziehungsweise die Gruppe zu erreichen. Also weil da waren dann immer, du hast eine Gruppe gehabt und dann, wie du gerade schon gesagt hast, Felix, dann die einen wollen das, die anderen das, und die Blocker waren eigentlich dann immer die eigentlich selber gar keinen Bock gehabt haben, auf Skifahren zu gehen, sind, wo halt dann Mama oder Papa gesagt haben, hey, jetzt du lernst jetzt Skifahren und das Kind will das aber gar nicht. Das ist halt dann immer ziemlich herausfordernd gewesen, weil die halten dann halt die Gruppe massiv auf. Und dann war immer so eigentlich mein Ansatz, dass man erstmal versucht, gemeinsam Spaß zu haben. Und das war nicht unbedingt, hat dann nicht unbedingt was mit Skifahren zu tun gehabt, sondern da hat man irgendwie erst halt in den Aufwärmübungen, hast du da mal einen Ball dabei gehabt oder irgendwelche lustigen Übungen gemacht. Und das Spielchen, dass einfach so eine kleine Gruppendynamik entsteht. Und das war eigentlich so immer das, was ich versucht habe, dass man am Anfang halt die Gruppe zusammen bekommt und alle auf den gleichen Nenner. Und da war das Skifahren erst einmal zweitrangig, damit man quasi einfach mal diese Hürde, die kennen sich ja untereinander meistens dann eben auch noch gar nicht, dass man das überwindet und dass man dann erstmal so der erste Agendapunkt war immer, die Gruppe überhaupt zusammenzubekommen. Und das war so der Wichtigste. Und wenn es dann überhaupt nicht funktioniert hast, dann hat man immer nur die Packung Gummibärle in der Jackentasche gehabt. Der Joker. Der Geheimtipp. Wenn jetzt jemand wie ich, ja, ein Preuße, mit seiner Familie sagt, ich mache jetzt 2 Wochen Skiurlaub und ich möchte, dass meine beiden Kids aber auch Skifahren lernen, weil ich das für sehr wichtig erachte, auch das, was Felix gerade gesagt hat,
Frage an die beiden Experten, Ferdi und Norbert. Reichen diese 2 Wochen aus, um es ihnen auch vernünftig und richtig beizubringen? Und wenn ja, wie oft sollte ich sie denn dann auch zu euch in so einen Skikurs packen? Plus Ergänzungsfrage, gibt es da so ein Alter, wo ihr sagt, darunter macht es keinen Sinn? Also du brauchst jetzt nicht deinen 3-Jährigen auf Skiern stellen. Ja, also das ideale Alter in der heutigen Zeit spricht man eigentlich zum Anfang mit 4 bis 6 Jahren. Also umso älter die Kinder werden, umso einfacher wird das Lernen. Aber so zwischen 4 und 6 Jahren, dieses Kindergartenalter, wenn man die, sagen wir mal, 3 Tage auf die Skier stellt, dann sollten die nach 3 Tagen eine blaue Abfahrt runterkommen. Hat aber natürlich auch gewisse Hintergründe. Das perfekte Material dazu, man braucht eine gute Lernarena, dass man zum Beispiel immer das leicht steigern kann durch die Zauber Teppiche oder dann auch leichte blauen Abfahrten. Und wir sind eigentlich überzeugt, dass wir so in 3-4 Tagen Kinder mit 5-6 Jahren da wunderbar auf die blaue Piste bekommen. Nicht vielleicht bei allen, aber sagen wir mal, 90% ist immer unser Ziel, dass die das in 3-4 Tagen erlernen. Und ich glaube, so was auch immer so eine gute Grundvoraussetzung ist, ist, dass das Kind vielleicht davor schon ein bisschen sportlich war. Also ich finde, das zahlt sich ja in jeglicher Hinsicht aus. Also man sieht ja auch jetzt, wenn ich mit Freunden Fußball spiele, die noch nie im Leben Fußball gespielt haben, aber davor halt irgendwie Handball gespielt haben, dann hast du irgendwie so die Koordination ist vorhanden. Und ich glaube, so ist es auch beim Skifahren. Wenn die Kinder davor, egal wo man herkommt, das ist ja scheißegal, ob man dann irgendwie Fußball spielt oder Volleyball, gut, in dem Alter vielleicht kein Volleyball, aber halt irgendwas anderes macht, wenn man sich bewegt, dann hast du da auf jeden Fall, glaube ich, einen Vorteil. Rhythmische Sportgymnastik zum Beispiel, Ferdi. Ganz genau. Das ist sehr, sehr gut fürs Stichwort. Das Körpergefühl. Aber ich glaube, also was wir jetzt schon mal am Anfang sagen können, ist, auch wenn Eltern den Kindern selbst das Skifahren beibringen wollen, es ist zum einen Geduld sehr wichtig, ja, dass man nicht sofort an die Decke geht, wenn das Kind dann zum 10. Mal sagt, ah, ich habe jetzt aber keine Lust mehr, sondern dass man geduldig bleibt und dass man versucht, schon auf der Hinfahrt mit den Kindern Spaß zu machen, dass sie dann nicht schon irgendwie so schlecht gelaunt im Auto sitzen, sondern dass die Hinfahrt schon ein Erlebnis wird. Weil wenn ein Kind schon schlecht gelaunt, wenn du das dann probierst, in die Skischuhe reinzubekommen und anzuziehen und dann einen Hang zu bringen, ich glaube, dann wird es schwierig, oder? Was sagt ihr da dazu? Da sind wir voll beim Felix. Wir erleben das ja tagtäglich. Was wir viel erleben bei den Kindern, ist dieser Trennungsschmerz. Also wir reden von einem lustigen Trennungsschmerz zwischen Eltern und ihrem Kind. Und wenn man das gut vorbereitet, dann haben wir auch ganz selten Probleme im Skikurs. Man redet dann oft, sagt man dann, wenn das Wetter schlecht ist, es regnet einmal. Den Kindern macht das eh nichts aus. Die Kinder sind da viel fokussierter. Wir Erwachsene sehen das oft negativer. Und wie der Felix sagt, wenn man die positiv eigentlich zum Skikurs bringt, dann haben wir auch während dem Skikurs keine Probleme. Und dann kommen tolle Aufgaben dazu, weil der Felix vorher erwähnt hat, beweg dich schlau. Wir haben ja gemeinsam tolle Aufgaben gemacht. Und ich denke da immer so an die Schlumpfparade. Wenn man, egal ob die Kinder jetzt Anfänger sind oder auch die gut fahren, wenn wir immer mit den Kindern wieder eine Schlumpfparade machen, das heißt, es gibt diesen Muskelschlumpf, den Steifischlumpf, jeder muss einen Schlumpf darstellen, man muss Schlümpfe erraten, dann sind die wieder, wie auch vorher Ferdinand sagt, dann habe ich wieder diesen Moment, alle sind dabei, alle Kinder machen mit, alle Kinder haben eine Aufgabe, sie agieren miteinander. Und wir haben ja, Felix, du weißt schon, wir haben ja so viele tolle Aufgaben in diesem Programm und da könnte man heute einen langen Podcast draus machen. Ja, das stimmt. Ich hab zum Beispiel, ich war jetzt mit unseren Kindern, waren wir beim Skifahren, unser 3-Jähriger und unsere 6-Jährige. Und also jetzt ist der 3-Jährige, der ist jetzt erst vor kurzem 4 geworden. Aber dann, das ist so. Ja, damals war er noch 3, wo ich da dann mit ihm da Ski gefahren bin. Und ich war dann mit denen fahren und dann, du musst bei den Kindern versuchen, auch wenn du selber als Elternteil mit denen fahren gehst, eben die Übungen so verpacken. Ja, es bringt da nichts, wenn du sagst, so, jetzt mach mal da eine Pizza oder mach mal einen Flug und schau, dass der Oberkörper da außen drüber geht, du musst weiter nach vorne kommen, sondern du musst die Übungen versuchen zu verpacken. Und ich habe dann mit denen zum Beispiel die Knödelübung gemacht. Oder die Pupsübung oder den Schwimmer oder dann war die Kreuzalmübung,
Ja, also, und die Knödelübung zum Beispiel, die war, wenn du, weil Hoch-Tief-Bewegung ist sehr wichtig beim Skifahren. Und dass du am Schwungende die Knödelübung, weil ein Knödel, der macht einen runden Kreis. Ich weiß nicht jetzt, ob man das sieht. Und da musst du mit den Armen einen runden Kreis machen. Und am Schwungende ist der Knödel, der ist der Drom. Und beim Schwung selber sind die Arme unten und dann machst du eine Tiefbewegung und dann gehst du wieder hoch. Oder die Pupsübung, dass du die Hüfte, warte, ich muss euch das jetzt mal zeigen, weil das war sehr lustig. Die Pupsübung, die war dann so, weil beim Skifahren ist auch die Hüfte zum Hang zu bringen, ist sehr wichtig. Und dann mussten sie jedes Mal, wenn sie in Schwung fahren, die Hüfte reinmachen und so einen Pups machen, so. Und dann andere Seite, und dann haben die da die Hüfte reingebracht, nur weil die getan haben, als ob sie pupsen. Und die Kinder haben einen riesengroßen Spaß gehabt. Die haben sich kaputt gelacht. Schon alleine, wenn du ihnen die Übung erklärst. Ja, und das ist doch das Schöne. Und dann pupsen die da den ganzen Hang runter und die Leute schauen und das ist herrlich. Aber wie gesagt, sowas versuchen zu verpacken, ist, glaube ich, so ein Schlüsselmoment für Kinder, dass sie dann auch Spaß und Freude daran haben. Und dann sind mir sicher 20 Fahrten bei diesem Schlepplift gefahren, was sehr, sehr viel ist, muss ich sagen. Und die Kinder wollten nicht aufhören. Papa, nächste Übung. Und dann ist es auch für Eltern so was Wunderbares, weil das ist ein Moment, den du gemeinsam mit deinen Kindern hast und wo du gemeinsam Spaß hast, gemeinsam dieses Erlebnis hast. Und das muss ich schon auch sagen. Ich kenne keine andere Sportart so, wo es so ist wie beim Skifahren, dieses gemeinsame Erlebnis zwischen Kindern und Eltern. Ja, das verbindet. Und dann fährst du danach und machst noch einen Einkehrschwung, trinkst eine heiße Schokolade und die ganze Familie ist eigentlich gut drauf. Weil man halt schnell auf ein Level kommt mit den Kindern auch, dass man halt quasi dann irgendwie, wie du sagst, gemeinsam das genießen kann, weil du halt irgendwie nach ein paar Tagen oder je nachdem, wie talentiert man ist, da einfach dann halt relativ schnell gut mithalten kann. Und dann hast du einfach nicht wie beim Tennis, wo es dann erstmal ewig dauert, bis man es kann, sondern du bist dann einfach gleich auf einem Level, wo es dann einfach allen Spaß macht. Und das ist das Coole. Man muss es sogar noch ergänzen. Ich war diese Woche mit meinem Kleinen, der ist 8 Jahre alt, mein Vater, der ist 84. Wir waren die Woche Mittwoch bei schönem Wetter. Wir waren Skifahren gemeinsam. Und das gibt's ja in gar keinem Sport, wo ein 6- oder 8-Jähriger mit einem über 80-jährigen Opa und mein Problem war eher, dass mein Kleiner dann eher der Schnellste wäre. Der gibt richtig Gas. Und ich habe dann die Gefahr, dass mein Opa, also mein Vater, da meint, der muss Vollgas mitheizen. Und ich war immer so zwischendrin, dass sie ja alle sicher unten ankommen. Aber ich glaube, das, und das, was der Felix vorher gesagt hat, das gibt's ja in keiner Sportart. Der 8-Jährige mit dem 84-Jährigen und ich im Endeffekt als Co-Pilot, als Aufpasser, dass alle wieder irgendwie ankommen. Und das ist das Tolle am Skisport. Ich habe eine Sache, glaube ich, was schon wichtig ist, auch zu sagen. So, wenn mein Kind jetzt das allererste Mal auf dem Schnee ist und ich als Elternteil, ich sage, okay, ich will dem jetzt das Skifahren beibringen. So, wie fange ich konkret mit dem Kind an? Erstmal mit einem Ski schicke ich die erstmal am Zauberteppich hoch und lasse die einfach mal geradeaus runterfahren. Gibt es irgendwelche Hilfsmittel, die wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben können? Also das Entscheidende ist eigentlich zuerst mal, wir fangen immer an, kurz ohne Skier, dass sie mal lernen, mit Skischuhen ein bisschen zu bewegen, Gleichgewicht, Balance. So, und dann geht es relativ schnell auf einen Skier, dieses klassische Rollerfahren, ein bisschen bewegen. Und da haben wir oft das Problem gehabt bei den kleinen Kindern, das ist schon schwierig. Und dann fangen wir wieder an mit besonderen Aufgaben. Jeder macht sein Lieblingstier, dass jeder bei der Sache ist, jeder macht Geräusche dazu. Und dann geht es schnell auf zwei Skier und wir die klassische Entenbewegung, also wieder der Entenmarsch, alle laufen dem Skilehrer hinterher, dass alle in Bewegung sind. Und dann geht es in der heutigen Zeit schon relativ schnell an ganz einfache Zauberteppiche, also sprich Zauberteppich, dieses Fließband. Und dann kommt eigentlich die erste große Herausforderung, wenn sie beim Fließband runterfahren, also neben dem Fließband, in einem einfachen Gelände kein Problem, unten kommen sie allein zum Stehen und dann geht's wieder hoch. Aber es gibt einen Umlauf sozusagen und sie sind in Bewegung. Und dann ist eigentlich die erste große Herausforderung, dass wir die Skistellung verändern, dass die breiter wird. Und wenn die breiter wird, kommen die relativ schnell in eure
Pizza, in die Flugpizza. Und somit geht es nicht nur ums Bremsen alleine, sondern auch durch die breite Skistellung um einen stabilen Stand. Und wenn man das geschafft hat, dann haben wir schon diesen ersten Schritt. Und somit geht es für Schritt weiter. Und für die Eltern eigentlich als Tipp, das sind so die ersten einfachen Bewegungen, diese breite Skistellung, dieser sichere Stand, diese sichere Position, das ist so der erste Tipp, was man mit den Kindern machen sollte. Und ab wann kann man sie dann, also was müssen sie können, dass man dann mit ihnen auch mal einen Telelift oder einen Schlepplift fahren kann? Also wenn sie eigentlich sicher in diesem einfachen Gelände bremsen können, mit der Pizza, mit diesem Pflug, wir sagen ja nicht nur Pizza, sondern da gibt es dieses Beispiel von dem Tannenbaum, dieser Kuchen, das so diese ähnliche Form einnimmt. Und wenn sie diese sichere Bremsen haben, geht auch die erste Kurve sehr schnell. Interessant bei Kindern zu beobachten, die erste Kurve geht immer dorthin, wo auch der Lift steht. Also an die Kurve geht sofort, aber dann ist auch die andere Kurve auch kein Problem. Aber wenn diese Sicherheit gewährleistet ist mit diesem sicheren Stand und mit der Bremse, mit dem Flug, dann kann man relativ schnell in der einfaches Gelände mit Schlepplift, mit einem einfachen Gelände, mit einem Tellerlift. Viele haben das Problem oder machen den Fehler, man geht dann zu schnell ins Steile. Also oder es gibt vielleicht Skigebiete, die dann diesen Übergang nicht gewährleisten. Das war oft eigentlich für den Ferdinand wahrscheinlich auch oft das Problem. Unten hat es gut funktioniert, dann muss man im Lift hoch, dann wird es zu steil, dann blockieren die Kinder. Also diese Arena, diese einfache Arena, sich aufzubauen, das wäre so der wichtige Tipp, dass wir keinen Fehler machen und die Kinder zu früh ins Steile nehmen. Also heißt es für jemanden, der den Kindern das Skifahren beibringen will oder auch sagt, okay, ein Skikurs, so das die Auswahl des Skigebiets und des Geländes ist schon auch mitentscheidend. Ich finde es ein wichtiger Baustein, dass sich das zum Lernen, auch von dieser Spielarena reden wir, von dieser Lernarena, sich mit aufbaut. Und gerade Skigebiete, es gibt mittlerweile die meisten Skigebiete, die das sehr clever gestalten. Und ich glaube, das ist ein entscheidender Baustein, damit das Lernen und das Erlebnis relativ schnell vorankommt. Ich habe hier gerade meinen schlauen Zettel mal dazu genommen, weil wir reden die ganze Zeit davon, dass das die meistgewünschte Folge der Community ist. Und so ist es ja auch. Entsprechend viele Hörerfragen haben wir auch bekommen. Und bislang haben wir noch keine einzige gestellt, weil wir selber die ganze Zeit so neugierig sind. Aber ich würde jetzt mal die Frage von der lieben Katrin Dengler vorlesen. Und sie fragt, hast du, Felix, aber die Frage wird an Ferdi gehen, hast du einen Tipp, wie man dem Kind beibringt, dass Kurven was Gutes sind? Unser Ältester fährt bisher wie eine gesenkte Sau und ist für Kurvenmachen nicht so empfänglich. Ja, das kenne ich irgendwo. Ja. Ich finde, da ist es wirklich, kommt zu Übungen einfach. Also wie Felix vorhin gesagt hat, ich glaube, das Wichtige ist, das Geschichten erzählen. Also du musst einfach anfangen, nicht irgendwelche Technikübungen trocken als Technikübungen zu verkaufen, sondern du musst eine Geschichte dabei erzählen. Da gibt es die Superman-Übung, das war immer das Highlight bei uns zum Beispiel. Also du musst halt einfach Übungen, die du halt kennst. Ja, das ist das gerne, dem, hier, du fährst halt so und dann den anderen Arm in die Hüfte und dann freuen sich die Kinder, wenn du super für einen Podcast, dann fährst du so. Nee, das ist Superman, kann sich jeder vorstellen. Einfach Schauspieler, der Mann. Wie macht denn der Superman? Der streckt eine Hand nach vorne und die andere Hand ist dann in der Hüfte. Und wenn du eine Hand in die Hüfte tust und dort reindrückst, dann fährst du automatisch schon eine Kurve, weil die Hüfte Richtung Hang geht und dann fährt das Kind automatisch eine Kurve. Und jetzt kommt der Skilehrer-Tipp fürs Kurvenfahren, weil in der Regel, wenn sie nur geradeaus fahren und nur Gas geben, haben sie oft das Kinder das Problem, dass sie einfach nur so rechts und links noch nicht verlagern können. Und es gibt ja auch superschnelle Kurven. Und ich habe oft das Gefühl, wenn so Kinder nur geradeaus runterschießen, das macht schon Spaß, aber sie haben oft das Problem, dass sie im Endeffekt einfach noch nicht gelernt haben, das Gewicht richtig ein bisschen so rechts, links zu verlagern. Und der Superman hilft dann dabei, weil er dann in diese Kurvenlage kommt und dabei einen Riesenspaß hat. Oder du kannst zum Beispiel auch probieren, wenn er Kurven fahren will, dass man sagt, so jetzt probier mal dass eine Hand den Schnee berührt. Ja. Lass mal die Hand im Schnee streifen, dann nehmen sie meistens die Innenhand, weil es einfacher ist. Aber dann sollen wir es mal mit der Außenhand probieren. Und das ist nämlich dann schon überhaupt nicht mehr einfach. Und dadurch kommen sie automatisch mit dem Oberkörper außen drauf und dann fahren sie automatisch eine Kurve. Also wie gesagt, so ein paar knifflige Tricks, wie es auch der Ferdi gesagt hat,
einbauen ist ganz wichtig. Aber mir ist zum Beispiel schon mal sehr sympathisch, wenn das Kind einfach Lust hat, schnell Ski zu fahren und dass sie nicht Angst haben. Ja, das ist schon mal cool, weil viele Kinder, denen werden dann von den Eltern schon im Vorfeld gesagt, oh, aber dann musst du da aufpassen und hier aufpassen und pass bloß auf, dass die nicht schmeißt. Aber wenn sie es nicht schmeißt, dann lernen sie auch nicht das Fallen. Und das Fallenlernen ist ein ganz wesentlicher Bestandteil beim Skifahren. Also von dem her, wenn jemand gerne geradeaus fahren mag, auch einfach mal lassen, weil das macht demjenigen dann Spaß. Natürlich, wenn es gefährlich wird, keine Frage, dann muss man schauen, dass man ein bisschen einbremst, aber ansonsten sehr gut so. Komm, eine habe ich noch, also ich habe noch ganz viele, aber wir haben auch noch so viele andere Themen und Fragen. Andrea Scharf, und der möchte ich, die hat uns ganz viele Fragen übrigens geschickt. Ich glaube, viele, lieber Andrea, sind schon beantwortet worden, aber die hier finde ich richtig gut. Was können Eltern falsch machen? Gibt es Dinge, wo die Eltern sich bei zurücknehmen können, sollen, müssen, wenn ihr Kind Skifahren lernt, wenn man es in eure Hände dann vielleicht auch abgibt? Also ich fand das Wichtigste, war, das Loslassen einfach, weil zum Beispiel, was mich wahnsinnig genervt hat, wenn die Kinder, also ich meine, es ist ja immer schwierig, dass der Moment, wie du vorhin schon gesagt hast, Norbert, wenn die Eltern sich dann verabschieden und gehen und dann, wenn die aber nicht ganz gehen, sondern immer irgendwo am Ende stehen bleiben, dann wollen nämlich die Kinder immer wieder dahin und der Fokus geht immer wieder verloren und das ist einfach wahnsinnig anstrengend, weil dann konzentrieren sie sich auch nicht auf das Skifahren, um das es ja eigentlich geht, sondern immer so, ja, wo ist jetzt eigentlich Mama oder Papa? Also das ist einfach mal die Verantwortung abgeben, glaube ich, ist einer der wichtigsten Punkte. Also skifahrerisch können sie gar nichts falsch machen, die Eltern. Umso öfters die Kinder auf dem Ski stehen, umso besser ist es für uns alle. Und wie der Ferdinand sagt, dieses Loslassen. Sie stehen ja oft mit der Flasche da, mit einem Riegel. Pro Abfahrt müssen die einen Schluck nehmen, wie auf der Tour de France, so in der Richtung. Und deswegen hat der Ferdi 100% recht, einfach ein bisschen loslassen. Die 2-3 Stunden länger geht das Ganze eh nicht. Und das ist eigentlich das einzigste Thema. Und Spaß vermitteln. Und Spaß, ja. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Man kennt es ja selber, wenn man dann das Kind dann dahin bringt und dann sagt man so, oh, jetzt ist das schon im Skikurs und so weiter. Aber einfach hinbringen, sagen, ey, viel Spaß, High Five, check und weg und dann. Und einfach Spaß vermitteln. Ja. Auch sagen, dass der, weil wirklich die ganzen Skilehrerinnen und Skilehrer, die sind top ausgebildet. Die machen nichts anderes. Denen kann man zu 100% vertrauen. Das ist, glaube ich, schon auch mal wichtig zu sagen, dass, weil jemand sagt so, kannst du mir nicht einen sehr guten Skilehrer für mein Kind sagen? Dann sage ich, hey, die können das alle. Wirklich, die sind ausgebildet. Der Deutsche Skilehrerverband, die machen das Weltklasse, die Ausbildung der Skilehrerinnen und der Skilehrer. Vertraut ihnen doch einfach. Du gibst ja auch dein Kind in den Kindergarten oder in die Schule und hast das Vertrauen in die Erzieherin oder in den Erzieher und Lehrerinnen und Lehrer. Also das, beim Skilehrer ist das genau das Gleiche. Ein Vertrauen haben, abgeben und sagen, da, viel Spaß. Und dann kann man irgendwann dann in nicht allzu langer Zeit dieses Erlebnis gemeinsam erleben als Familie, alt und jung, und das verbindet und das ist was Wunderbares. Norbert, mich würde interessieren, du hast bestimmt von deiner Skischule auch Zahlen. Ist es irgendwie rückläufig? Die Anmeldezahlen, stagniert es? Welche Beobachtungen nimmst du ganz allgemein wahr? Ist es noch so, dass viele Eltern ihre Kinder das Skifahren beibringen lassen? Also die Nachfrage ist ungebremst. Wir leben jetzt so im Alpenraum nach wie vor eine enorm hohe Nachfrage. Dieses Jahr, wir hatten eigentlich Glück durch den frühen Winterstart. Das war sehr positiv, dass wir Anfang Dezember schon Schnee hatten. Sind aktuell nicht so glücklich wie im Winter, weil es doch ein bisschen schwieriger wurde von den Wetterkapriolen. Aber die Nachfrage ist nach wie vor ungebremst. Mir kommt es oft so vor, dass das medial eher negativer dargestellt wird. Und aber wir erleben in den Skischulen jetzt im deutschlandweit gute Zahlen. Wir sind sehr zufrieden. Die Nachfrage ist sehr hoch. Oft sogar habe ich persönlich in meiner Skischule das Gefühl, wir haben noch viel mehr Nachfrage als vor Corona. Wo da die Gründe sind, lassen wir mal außen vor. Aber wir haben eine sehr hohe Nachfrage. Also genau entgegen dieser medialen Thematik, was wir erleben.
Auf alle Fälle. Also ich mache mir eigentlich gar keine Sorge im Skisport. Klar, durch den klimatischen Wandel werden sich gewisse Dinge verändern. Aber was wir erleben, dass diese Arenen, die wir haben zum Skifahren anfangen und auch, dass die gut ausgebaut sind. Wir haben gute Möglichkeiten, das immer zu gewährleisten. Es wird vielleicht auch mal bessere und schlechtere Jahre geben, aber ich bin überzeugt davon, dass wir in 20 Jahren genauso Ski fahren wie jetzt, dass die Nachfrage vielleicht sich leicht verändert, aber ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir alle bei diesem tollen Sport alle bleiben. Das glaube ich auch, weil schneien wird es immer. Ja, es wird nicht mehr so regelmäßig schneien oder dass man sagt, so, es ist so planbar. Ich glaube, dass die Spontanität viel mehr gefragt werden wird, viel mehr gefragt sein wird. Und aber ansonsten, ja, also, naja, das ist, wird nach wie vor noch so sein. Norbert, vielen, vielen Dank für deine Expertise. Ganz lieb von dir. Ich hoffe, es konnten einige was mitnehmen, auch was Übungen betrifft und so weiter. Und danke schon mal und ja, wir sehen uns und hören uns bald. Vielen Dank. Hab mich sehr gefreut. Ciao, servus. Geiler Typ. Also von dem hätte ich auch Spaß gehabt, glaube ich, mir entweder Skifahren beibringen zu lassen oder dem meinen Kleinen mal irgendwann im nächsten Winterurlaub zu geben. Sehr sympathisch. Woher kennt ihr euch, Felix? Ich habe das nicht verstanden. Ja, durch den Deutschen Skilehrerverband mit dem Papa. Ich glaube, der Norbert, der kennt mich, boah, seitdem ich ein kleines Kind bin. Ferdi, weißt du, was ich mir wünschen würde? Jetzt kommt. Wirklich. Weißt du, was ich mir wünschen würde? Na, dass wir mal zusammen Skifahren gehen. Ja, das können wir sehr gerne machen. Ja, wirklich. Also ich habe mega Lust. Ich bin dabei. Ja, ich auch. Den Wunsch hat der noch nie, ich kenne ihn jetzt seit, weiß ich nicht, 4 Jahren und noch nie hat er zu mir gesagt, ich wünsche mir, dass wir mal zusammen Skifahren gehen. Weil du nur snowboardest. Richtig. Ich habe noch in Bezug nehmend auf das, was Norbert zum Ende gesagt hat, eine Frage an Ferdi. Und zwar, die ist ein bisschen provokant, aber sagen wir mal so, sie passt vielleicht zur aktuell geführten Debatte und wir hatten da ja auch schon einige Folgen, Felix, zu dem Gesamtthema Skifahren, Stichwort auch Umwelt, Natur. Ist es noch in Ordnung, seinem Kind heutzutage Skifahren beizubringen, moralisch vertretbar? Also ich finde, ja, weil, und warum? Weil nämlich, ich finde, um die Natur erhalten zu wollen, muss man die Natur lieben lernen. Und das ist der Punkt. Wenn du dich nicht in der Natur aufhältst, dann kannst du die Natur ja auch nicht lieben und nicht wertschätzen. Und das, finde ich, ist das Entscheidende. Du musst lernen, die Natur zu genießen, das zu lieben und das ist, und beim Skifahren machst du das. Ich meine, das ist jetzt beim Pistenskifahren so, das ist beim Skitouren gehen vielleicht nochmal viel mehr. So du lernst die Berge kennen, du lernst die Natur, dieses Freiheitsgefühl, das es gibt. Und das ist eben dieses Erhaltenswerte. Und deswegen ist es, glaube ich, so wichtig, dass man Aktionen draußen in der Natur macht, weil nur so können alle auf den gleichen Nenner kommen, und zwar, dass wir die Natur schützen müssen und dass sie schützenswert ist. Weil ansonsten lernt ja niemand, welchen Wert die Natur eigentlich hat. Und dann, glaube ich, kann man auch gar nicht so sehr wollen, die zu schützen, wenn man sie gar nicht liebt. Vor allem, du lernst die Schönheit der Natur kennen. Genau. Ja, wenn du oben am Berg bist und du schaust runter und du siehst in die Weite, das ist ein Erlebnis. Das kannst du nicht hier auf diesem Viergärtenkastel erleben, ja, wo die Kinder so viel Zeit verbringen. Und deswegen ist für mich Skifahren schon etwas, wo Kinder oder Menschen Spaß dran haben in erster Linie und gleichzeitig auch eine Verbindung zur Natur aufbauen. Und deswegen für mich auch ein ganz wichtiger Teil für die Menschen und für die Kinder, dass sie ihr Leben dann letzten Endes so leben später, dass es auch mit der Natur im Einklang ist. Mega. Auch wenn natürlich im Skisport viel getan werden muss, braucht man gar nicht drüber reden. Also diese haben wir auch schon oft genug drüber gesprochen in verschiedenen Podcasts, die wir vorher gemacht haben, dass dieses immer noch mehr Masse, das darf nicht sein, sondern genau, das, was wir haben, das müssen wir versuchen zu erhalten und so gut wie es geht und vor allem so nachhaltig wie es geht zu erleben. Ja. Der Respekt vor der Natur darf nicht verloren gehen. Aber das ist ja auch das, was können wir individuell wahrscheinlich schwer beeinflussen. Also, aber um quasi selbst den Respekt vor der Natur zu lernen und auch an Kinder weiterzugeben, muss man halt
mit der Natur was anfangen. Und das ist, glaube ich, wichtig. Und wer nicht genug davon bekommen kann, über das Thema Skifahren zu reden, zu philosophieren, der kann das einfach bald auch noch in der ARD-Mediathek tun, indem er sich eine fancy neue Serie reinzieht, die da lautet... Wie heißt sie denn, Ferdi? School of Champions. School of Champions, richtig. Und es geht, man soll es kaum glauben, um Skifahren, um genau... Korrigiere mich, wenn ich es falsch mir versucht habe zu lernen. Ein Ski-Elite-Internat. Und dort geht es auch ums Skifahren. Und du bist Teil dieser Serie. Hast du nicht nur hier der Oberhauptkommissar, sondern da bist du ein Skilehrer. Quasi, du spielst dich selber, oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also jein. Ich spiele einen Skitrainer, kein Lehrer. Also es ist eher, wie du schon richtig gesagt hast, es geht um Ski-Elite-Internat und um die Talente mit Nachwuchs, der zum Profisport angeführt wird, und ich spiele einen der Lehrerinnen und Lehrer. Weißt du, was witzig ist, Eddie? Weißt du, was witzig ist? Ich hätte da auch einen Skitrainer spielen sollen. Ich weiß, ich habe das mitbekommen und ich hätte mich so gefreut, wenn du dabei gewesen wärst. Ja, es ist sich zeitlich bei mir leider nicht ausgegangen. Aber ich freue mich sehr auf die Serie, muss ich wirklich sagen. Aber es gibt ja vielleicht auch noch die ein oder andere Staffel, die da gedreht wird. Also ich meine, die Möglichkeit gibt's immer mal wieder. Sonst musst du dann mal eine Leiche spielen. Das stimmt. Aber weißt du, was ich mir sowieso mal wünschen würde? Weil ich meine, du spielst ja Tatort. Du bist du bist ja da überall, wo diese... Jetzt kommt so, die unvorhersehbare so Challenge wahrscheinlich, oder? Verdammt! Aber red weiter. Ich will einfach, zu durchschauen. Was war denn die Challenge? Jetzt reden wir weiter. Ja, ich wollte... Der Philipp, der gibt immer so harmlose Challenges, wo ich mir denke so, hey, jetzt hau doch mal wirklich einen raus. Nee, es war bei Philipp war die Challenge, einfach dich ganz klar zu fragen, wie viele Mädels hast du klar gemacht durch dein Skilehrer-Dasein? Ja. Ach, das war die Challenge. Ernsthaft? Okay, es war die Challenge und er hat es so harmlos verkauft. Und meine Challenge war, dass ich, und das würde ich aber wirklich mal gerne machen, ich würde mal gerne eine Leiche spielen. Weißt du, was lustig ist? Ich dachte mir so, ich habe mir überlegt so, was werden wahrscheinlich die Challenges sein? Und ich dachte mir, dass das bestimmt die Challenge von Philipp sein wird. Aber die Challenge an dich ist jetzt, dass ich, egal wo, ja, lieber beim Eberhofer, ich bin einer der größten Fans von den Eberhofer-Krimis. Ich würde einfach mal gerne eine Leiche spielen wollen. Ich brauche auch nur da liegen. Ich muss ja nicht mal was sagen oder so. Einfach nur da liegen. Also ich glaube, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber ich will dir eine Sache sagen. Eine Leiche spielen ist wirklich ein Scheißjob. Weil du liegst meistens irgendwo, wo man nicht liegen will. Und du liegst da halt den ganzen Tag. Also halt nicht nur für die eine Minute, die es dann im Film zu sehen ist, sondern du liegst halt da den ganzen Tag. Und ist, im Zweifel ist es eiskalt. Du liegst vielleicht kopfüber. Und es ist einfach gar nicht... Also eine Leiche spielen ist... herausfordernd. Echt, oder? Schau, also das hat man gar nicht. Ja. Felix liebt ja Herausforderungen und von mir kriegt er ja offenbar immer nur harmlose, wobei du ja auch betteln solltest. Du solltest jetzt nicht sagen, nee, ich will so gerne mal eine Leiche spielen. Der Job wäre ja gewesen, Kimmich hatte ja auch eine Rolle und du wolltest auch so gerne mal wie er endlich auch mal Fame im Tatort sein. So hättest du es ja auch ein bisschen... Also ich glaube, wir bekommen das hin. Ich weiß nicht, ob wir es mit der Leiche hinbekommen, aber wenn du wirklich mal mitspielen willst, dann glaube ich, kriegen wir das vielleicht hin. Ferdi, wie heißt das eigentlich, wenn man sich selber spielt? Cameo-Auftritt oder das gibt's? Ja, Cameo-Auftritt. Das wäre irgendwie auch geil, wenn du also wirklich als Felix dann da auch liegst. Also wenn quasi Felix Neureuth eine Leiche im... Nackt im Schnee. So könnte auch die Folge heißen. So könnte ich spielen doch gar keine sehen. Das will doch da gar keine. Es ist die Frage, das müssen andere Leute beantworten, ob man das sehen will oder nicht, aber... Ferdi, mich würde es interessieren. Ich würde auch mal wieder reinschauen. Und bevor wir zum Bootcamp kommen, auch das wirst du wahrscheinlich als treuer Pizza- und Pommes-Hörer, lieber Ferdi, wissen. Und natürlich darfst du der Joker von Felix sein. Ich hätte ernst gemeint, wirklich kein Prank, keine Challenge, kein nichts. Ich hätte einen Wunsch, ich hätte eine Riesenbitte an dich. Denn auch ich bin ein großer Fan. Das wollte ich mir am Anfang verkneifen, weil Felix ja schon dich lobpriesen hat. Du bist Schauspieler, du bist bestimmt gut im Improvisieren, könntest du einen kurzen Take mir einmal einsprechen, dass Felix und ich, wir sind Kommissare,
Also wir sind quasi Bartitsch und Leitmeier, die hören ja eh auf. Und die Kommissarin Neureuther Nagel. Und du bist halt unser Kalli. Und vielleicht kannst du irgendwie kurz sagen, dass jetzt die KTU angerufen hat. Und wir haben jetzt eine ganz neue heiße Spur. Und wobei, du siehst die ja nicht, ne? Du duzt die ja logischerweise. Doch. Du siehst die. Doch, ich sieh's die, ja. Also das ist so der Gag, den wir seit, weiß nicht, 10 Jahren jetzt so aufrechterhalten, dass sie mich duzen und ich sie sieze. Ah, guck mal. Das ist so ein interner... Also du willst ja gern, dass ich euch sieze? Ja, genau, dass du uns kurz irgendwas total Spektakuläres... Also Felix und ich haben einen Fall zu lösen und du hast jetzt quasi die ganz top heiße Info gerade reinbekommen. Und ich wollte schon immer halt mal ein Tatort-Kommissar sein. Keine Leiche, sondern Kommissar. Und vielleicht kannst du mir jetzt diesen Wunsch für ein paar Sekunden erfüllen, indem du uns als Kommissare ansprichst. Alles klar, Herr Oberkommissar Nagel und Herr Hauptkommissar Neureuther. Wir haben da gerade eine Wasserleiche, die sieht nicht mehr gut aus, aber Sie müssen die unbedingt identifizieren, weil ich kann es nicht. Also ich sehe auf dem Ausweis nicht, ob das gleiche Gesicht ist. Die lag, ich weiß nicht, ich glaube so 48 Stunden im Wasser drinnen. Vielleicht, wenn Sie beiden das sich mal anschauen wollen. Sehr gerne, sehr willkommen. Gerne, sehr gerne, Ferdi. Wir werden uns sofort auf den Weg machen und werden natürlich sofort identifizieren. Zu identifizieren und den Fall aufzuklären, selbstverständlich. Herrlich, Bucketlist, Haken dran. Bucketlist. Check. Ein, awesome. Fehlt nur noch ein Patent und ein Buch. Das hätte es auch eine Challenge sein könnte, tatsächlich. Du musst dem Philipp mal dann auch sagen, also, hau mal welche raus, weißt du, mal wirklich richtig knackige Dinge. Trau dich. So, wer wird Millionär Bootcamp? Auch das, Ferdi, du wirst es wissen, ist bei uns ein... Oh, Ferdi, du musst bitte dabei sein, weil ich brauche einen Joker. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Joker in sowas, aber ich... Letztes Mal, glaube ich, 0 von 3 hattest du noch nie. Hatte ich 0 von 3? Letzte Folge mit Manuel Baum war nicht so gut. Gucken wir, was jetzt bei diesen 3 Fragen rumkommt. Mit Ferdi Hofer als Joker. Und natürlich nimmt sie so ein bisschen Bezug zu Tatort, Schauspiel und Skifahren, dieses Wer wird Millionär Bootcamp. Und wir starten mit Frage 1. Welcher deutsche Skistar spielte in einer Folge vom Traumschiff? Maria Höfl-Riesch. Das hätte ich jetzt auch gewusst. Und das heißt, was, wenn ich das weiß? Nächste Frage. Frage 2. Die Münchner Kommissare Bartitsch und Leitmeier hören ja nach ihrem 100. Fall auf. Sie ermitteln seit 33 Jahren. Sie sind aber nicht die dienstältesten Ermittler. Das ist Lena Odenthal. Wann löste sie ihren ersten Fall? A. 1979, B. 1984, C. 1989 oder D. 1992? Die Kommissarin Lena Odenthal, wann hat sie ihren ersten Tatortfall gelöst? Boah, seit wann gibt es einen Tatort, Ferdi? Weißt du das? Tatort gibt es schon ziemlich lange. Aber die Frage ist, seit wann gibt es Bartitsch und Leitmeier? Das ist, glaube ich, die entscheidende Frage. Und ich weiß die Antwort. Darf ich dir helfen? Und jetzt, ich hoffe, ich sage es richtig, aber ich glaube, dieses Jahr ist das 31. Jahr von den beiden. Also laut dieser Frage, die ich ja gerade vorgelesen habe, sind es 33, aber du wirst es besser wissen. Ach so, das hast du gerade gesagt. Okay, schau mal, das ist, glaube ich, das Problem bei mir. Ich höre die Frage schon gar nicht. Oh Gott, war das jetzt gerade geil. Sorry, Felix, weil ich dachte so, was hat er denn? Er sagt, die entscheidende Frage ist, seit wann gibt es Bartitsch Leitmeier? Ich so, ja, das habe ich doch gerade vorgelesen. Oh Gott. Ja, okay. Aber du hast so genuschelt. Nein, Spaß. 79, 84, ja, 89, 92. Seit wann, Lena? Also 92 nicht, weil das wäre dann... 32 Jahre das her, wenn es die schon länger gibt, das ist zu knapp. Ich sag, also nicht das 79, dann 82? Ne, genau, 79, das ist schon, also einigen wir uns, das wäre schon hart heftig, oder? Und ja. 92 macht ja keinen Sinn. Bleiben 84, 89. Ja, ich nehme 84, weil das ist mein Baujahr. Ferdi, magst du intervenieren? Du als Edeljoker? Lieber nicht. Ich halte mich jetzt raus. Es wäre tatsächlich 1989. Ah, schade. Ja, okay. 79 Fälle in Ludwigshafen erfolgreich gelöst. So, Frage 3, die muss ich jetzt rausreißen. Wie heißt, gut zuhören, Ferdi, falls der Felix dich braucht als Joker, wie heißt keine Folge der Eberhofer-Krimis, in denen wohlgemerkt Hofer mitspielt, also du, Ferdi? Nackter Mann im Schnee? Es war nackt im Schnee. Also, Weißwurst, Wahnsinn, Reragu-Rendezvous, Grieznockerl-Affäre oder Leberkast-Junkie?
Das erste. Weißwurst, Wahnsinn. Ja. Du bist wirklich Eberhofer. Schaut euch School of Champions an und bitte 30 Sekunden, ich stopp das auch mit dem Handy, du hast jetzt wirklich 30 Sekunden, so richtig, das ist jetzt deine Stage, um Lust den Pizza und Pommes Hörerinnen und Hörern auf School of Champions zu machen. Zeit läuft. Also ich finde School of Champions deswegen eine super Serie, weil das einfach diese Action, die beim Skifahren aufkommt, der Hammer ist. Und dann hast du noch diese ganzen Figuren, die unterschiedlichen Charaktere bei den Nachwuchstalentinnen und Talenten, die einfach in einem enormen Druck ausgesetzt sind aus ganz verschiedenen Perspektiven. Die anderen haben mega Bock, die anderen nicht. Und diese Spannungen, die da auftreten, finde ich einfach mega. Und die Stunts und die Skifahrszenen sind einfach echt wirklich cool gemacht. Hast du deine Stunts selbst gemacht? Bei dem Film hatte ich keine Stunts, aber ich muss dazu sagen, ich dachte ursprünglich, ich wurde für diese Figur besetzt, weil ich Skifahren kann. Und dann hat sich aber herausgestellt, erstens, die wussten es nicht und zweitens, dass ich durfte keine einzige Skifahrszene selbst fahren, wegen Gefahr, dass ich mich verletze, weil sie es mir nicht zutrauen. Also Ferdi, wenn wir zwei das nächste Mal Skifahren gehen, dann spielen wir machen eine Rolle. Ja, also nicht eine Rolle, sondern wir spielen was und das werden wir dann präsentieren. Okay, gut. Die Pupsübung. Also die Anfangsszene, ich sehe es schon, ein nackter Mann im Schnee. Um Gottes Willen, jetzt aber, ihr macht's mir fertig. Lieber Ferdi, vielen Dank. Ganz lieb. Wirklich hat richtig mega viel Spaß gemacht mit dir. Mir hat es auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ich bin großer Fan von eurem Podcast. Und wir sind sehr große Fans von dir und du hast es nur bestätigt, nicht nur sensationeller Schauspieler, sondern vor allem auch super Mensch. Und mach bitte weiter so. Wir wünschen dir alles Glück der Erde und dass wir dich noch sehr oft und sehr viel sehen, im Fernsehen bewundern dürfen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Der Mann rettet vielleicht sogar das deutsche Fernsehen. Vielen, vielen Dank. Ich sag danke. Ferdi. Wirklich danke. Vielen Dank. Nächste Folge, 28. Februar, ja. Da haben wir Ina Müller. Megagast. Das ist natürlich auch ein Brett. Ne? Ich habe mit ihr schon geschrieben, sie freut sich sehr, die Ina. Ja, das wird witzig, ja, kann man sagen. Das glaube ich auch. Mal schauen, ob wir zu Wort kommen. Schauen wir mal. Vielen, vielen Dank euch. Den Dank in allererster Linie gebührt wirklich euch, denn die Folge hätte es nicht gegeben, wenn ihr nicht so vehement die auch eingefordert hättet. Und ich dachte die ganze Zeit, was soll ich bitteschön dazu beitragen zu dieser Folge? Ein bisschen was war es dann hoffentlich dann doch. Und wenn es eine gute Frage an den Norbert Haslach war, an den möchten wir uns nämlich auch an dieser Stelle nachträglich oder bei dem möchten wir uns auch nochmal bedanken. Und Felix, die letzten Worte gehören dir. Ich finde einfach wirklich das, was man, glaube ich, zusammenfassen kann, ist so, was kann man für sich jetzt daraus nehmen? Freude und Spaß an der Bewegung, den Kindern als Elternteil zum einen mal vorleben. Ich glaube, das ist was ganz, was Wichtiges. Dass die Kinder dann einen Riesenspaß haben beim Skifahren. Ich glaube, so ein paar Übungen hat man auch gehört, was man mit ihnen machen kann, wie man sie verpacken kann, Geschichten erzählen, Freude vermitteln und. Vertrauen in die Skilehrerinnen und in den Skilehrer haben. Und zum anderen einfach dieses gemeinsame Erlebnis dann, das daraus resultiert, wenn die Kinder Skifahren können, dass man es ihnen mit ihnen gemeinsam machen kann und dass es alt und jung verbindet. Und ich glaube, das ist doch eine sehr schöne Botschaft zum Schluss, dass Skifahren nicht nur etwas ist, dass man es tut, sondern dass es viel, viel mehrere Facetten hat. Punkt. Macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao. Ciao. Pizza und Pommes. Der BR24 Sportpodcast mit Felix Neureuther und Philipp Nagel. Weitere Folgen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.